twisting up the truth, this ain't new to me. Since the age of 22, I've been using it. Like it's fuel to level up, like it's champagne in my cup. Like there's nothing interrupting my... Hey Junge, du hast wohl ein Rad ab. Ja genau, man könnte auch sagen, ich habe eine Ablenkung. Aber dass ich hier mit einem klassisch runden Lenkrad sitze, hat natürlich mit dem Auto zu tun, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das hat nämlich kein solches Lenkrad mehr, sondern ein eher eckiges, flaches. Ein sogenanntes Yoke-Lenkrad. Wie das funktioniert, das wollen wir gleich ausprobieren. Wir drehen eine Runde mit dem Tesla Model S Plaid. Komm, steig doch mal ein. Wir starten gleich mal mit dem auffälligsten Detail des neuen Tesla Topmodells, dem Yoke-Lenkrad. Das hier ist es. Ursprünglich sollte dieses neue Lenkrad serienmäßig in allen Tesla Model S eingebaut werden. Inzwischen gibt es das nur noch gegen Aufpreis, als Extra also, und der Aufpreis liegt bei 250 Euro. Ob sich das lohnt, klären wir gleich auf einem abgesperrten Slalomparcours. Was man schon im Stand sagen kann, der Blick geht völlig frei aufs Digitalcockpit, denn hier stört kein Lenkradkranz mehr. So, jetzt aber zur Praxis. Auf geht's. So, jetzt kommen wir in die Hütchengasse und probieren mal aus, wie Yoke-Lenkung funktioniert. Ah, man merkt schon, also wenn man stark einschlagen muss und auch schnell die Richtung wechselt, dann will man vielleicht umgreifen, und das funktioniert beim Yoke-Lenkrad natürlich überhaupt nicht. Jedenfalls muss man sich daran gewöhnen. Also das ist jetzt kein Sicherheitsgewinn, es ist einfach nur anders. Ich würde sagen, die Neuerfindung des Lenkrads wäre nicht nötig gewesen. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch Gewöhnungssache, bis man sich mit diesem Ding wohlfühlt und dann auch sicher lenken kann. Was aus meiner Sicht die viel, viel größere Umstellung ist, als vom runden auf dieses Yoke-Lenkrad zu wechseln, das ist der Wegfall sämtlicher Lenkstockhebel. Es gibt keinen mehr für die Scheibenwischer, es gibt aber vor allem keinen mehr für die Blinker. Der war ja hier und richtig einfach und intuitiv zu bedienen. Stattdessen hat Tesla die Blinkersteuerung hier aufs Lenkrad verlegt, auf diesen Holm hier, und da gibt es Tasten, mit denen geblinkt wird. Und das ist keine gute Lösung, muss ich sagen, denn erstens mal muss man öfter mal gucken, treffe ich jetzt die richtige Taste, es ist also nicht so einfach und intuitiv, und zweitens ist das besonders in manchen Fahrsituationen, etwa in einem Kreisverkehr, richtig schwierig bis unmöglich. Wir können das hier gleich mal ausprobieren. Fahre ich einfach mal eine enge Kurve. Wenn man nämlich stark einschlägt, dann sind die Lenkradtasten plötzlich hier drüben oder da unten, und dann wird es zum Glücksgriff, den richtigen Blinkerknopf zu treffen. Dazu kommt noch, dass wenn man blinkt, man auch eher optisch nur sehr mickrig angezeigt kriegt, welcher Blinker nun gerade an ist. Und das macht die Sache auch nicht einfacher. So viel zur Yoke-Lenkung. Jetzt lenken wir unsere Aufmerksamkeit mal auf die Armaturentafel. Denn die hat sich im Vergleich zum bisherigen Model S beim Model S Plaid deutlich verändert. Nach wie vor gibt es einen großen zentralen Bildschirm, natürlich, der ist 17 Zoll groß jetzt, aber er ist nicht mehr hochformatig, sondern jetzt querformatig montiert. Und er lässt sich über eine neue Funktion auf Wunsch zum Beifahrerplatz hin anwinkeln oder natürlich auch zum Fahrerplatz hin geneigt. Einfach um die Bedienbarkeit zu verbessern. Zentrales Bedienelement ist und bleibt aber dieser große Touchscreen. Daneben gibt es nur noch ein paar Bedienelemente, echte Schalter und Knöpfe, nämlich hier die Blinker, die haben wir schon gesehen, hier fürs Licht, für die Hupe, Scheibenwischer und die Sprachbedienung. Alles andere wird über den Touchscreen gesteuert, sogar die Getriebesteuerung, nämlich einfach hier durchwischen, um nach vorne, oder zurückwischen, um rückwärts zu fahren.
Wir drücken jetzt aber nochmal auf den Parkmodus, denn wir gucken uns das Auto jetzt von außen an. Das Tesla Model S ist seit 2012 auf dem Markt. 2021 wurde die überarbeitete Plaid-Variante vorgestellt und seit wenigen Monaten ist dieses Modell auch in Deutschland auf den Straßen. Die Karosserieoptik hat sich kaum verändert, die Frontpartie wurde ein wenig gestrafft, der CW-Wert liegt jetzt bei sehr guten 0,208 und ungefähr im Bereich von Mercedes EQS oder Hyundai Ioniq 6. Unser Testwagen rollt auf mächtigen 21 Zoll Felgen, er bietet 5 Sitzplätze, hat 5 Türen, ist 5,2 Meter lang, 1,99 breit und 1,43 hoch. Das Gewicht liegt bei etwa 2,2 Tonnen. Ein ziemlicher Brocken also, aber auch ein ziemlich geschmeidiger Brocken. Vor allem aber ist dieses Auto extrem schnell und extrem spurtstark. Deswegen auch der merkwürdige Beiname Plaid. Plaid ist Englisch, bedeutet so viel wie Karo-Muster und wird tatsächlich Plaid ausgesprochen. Der Name kommt aus der Science-Fiction-Komödie Spaceballs. Da gibt es nämlich ein Raumschiff, das mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen kann und dann einen karierten Schweif im Weltraum hinterlässt. Plaid eben. Am Heck des Autos gibt es eine entsprechende Plakette. Auf der Homepage schreibt Tesla, das Model S Plaid biete die höchste Beschleunigung aller in Produktion befindlichen Autos. Ob das so ist, sei mal dahingestellt. Sicher ist, dieses Auto ist extrem schnell. Der Sprint von 0 auf 100, den bewältigt das Auto in 2,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 322 km/h angegeben. Und zahlreiche Tests legen nahe, dass diese Werte auch durchaus realistisch sind. Sie sind gleichzeitig auch für den Alltagsbetrieb vollkommen irrelevant. Und so, wie im Alltag, ganz normal, wollen wir noch ein paar Runden drehen mit dem Auto. Neu am Tesla Model S Plaid ist vor allem auch der Antriebsstrang. Serienmäßig ist Allradantrieb und serienmäßig sind auch gleich drei E-Maschinen. Eine an der Vorderachse, zwei an den Hinterrädern. Zusammen entwickelt dieses Trio eine Leistung von 750 Kilowatt, das entspricht 1020 PS. Über das maximale Drehmoment macht Tesla keine Angaben, es dürfte aber angesichts der Fahrleistungen gewaltig sein. Im Unterboden sitzt ein Akku mit einer Speicherkapazität von 100 Kilowattstunden. Der kann geladen werden mit bis zu 250 Kilowatt Gleichstrom und bis zu 11 Kilowatt Wechselstrom. Das heißt, im Idealfall ist die Batterie nach etwa 30 Minuten am Schnelllader wieder von 10% auf 80% gefüllt. Laut WLTP-Norm beträgt der Durchschnittsverbrauch 18,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und die WLTP-Reichweite, die sich daraus errechnet, sind rund 600 Kilometer. So, aber jetzt wollen wir vielleicht doch noch mal einen kleinen Zwischenspurt einlegen. Dazu schalten wir mal in den Plaid-Modus. So, Nico, und du legst jetzt mal die Kamera weg, weil wird jetzt gleich ernst. Okay. Auf die linke Spur. Bereit? Das ist krass, oder? Krass. Das ist richtig krass. Du, und es ginge noch krasser, noch extremer hier im Dragstrip-Modus. Okay. Ja, und dass das Ganze so scheinbar mühelos vor sich geht und so wirklich irre, das hat auch mit der neuen Luftfederung zu tun, das heißt mit der überarbeiteten Luftfederung. Da kann man sich sogar hier im Bordcomputer die Daten, die einzelnen Kompressionsdämpfungen und Zugstufen, Druckstufen und so weiter hier penibel und präzise anzeigen lassen. Ja, und wenn man den Fuß dann wieder vom Fahrpedal nimmt, da merkt man eine deutliche Rekuperationswirkung, das heißt, das Fahrzeug wird stark verzögert und es wird Energie zurückgewonnen. Man kann den Wagen auch per Bremspedal langsamer machen.
dann wirkt es allerdings nur auf die Scheibenbremsen, dann treten nur die in Aktion und die Energie, die wird nicht zurückgewonnen. Yoke-Lenkrad, neuer Innenraum und ein Monsterantrieb. Was fehlt noch? Das praktische Talent des Autos, also zum Beispiel der Laderaum. Und den gucken wir uns jetzt noch an. Wie bei allen Tesla-Modellen gibt es auch hier vorne und hinten Stauraum. Der vordere Kofferraum, also der Frunk, fasst 89 Liter und ist beispielsweise ideal dafür geeignet, die Ladekabel unterzubringen. Schauen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Ein kurzer Blick in die zweite Reihe. Es gibt zum Beispiel diesen Bildschirm für die Klimasteuerung oder auch um einen Film zu schauen. Man kann sich hier eine Armlehne ausklappen und insgesamt gibt es wirklich viel Platz. Trotzdem ist es nicht ganz so bequem, wie man zunächst denkt, denn man bekommt die Füße kaum unter die Vordersitze und das bedeutet, man sitzt hier mit recht stark angewinkelten Knien. Man kann die Beine hier hinten also nie so richtig auflegen, weil dazu der Abstand zwischen Boden und Sitzfläche einfach zu gering ist. Gucken wir noch unter die Heckklappe und hier empfängt uns ein 709 Liter fassender Laderaum. Das ist ziemlich groß und es liegt vor allem daran, dass es einen richtig geräumigen Keller gibt. Klappt man die Rücksitzlehnen um, dann erweitert sich das Ladevolumen auf 1828 Liter. Das Tesla Model S ist ein Elektroauto-Veteran. Vor 11 Jahren war es dieser Wagen, der dazu führte, dass überhaupt erst mal ein paar Leute die Elektromobilität ernst nahmen. Und heute, 11 Jahre später, ist das Auto immer noch modern. In der neuen Variante Plaid setzt der Wagen wiederum Maßstäbe in der Elektroautowelt, auch wenn es zum Teil recht bizarre Bestwerte sind. Gut gefallen uns am Model S Plaid die hohe Reichweite, das erstaunliche Verhältnis von Leistung und Effizienz und der große Gepäckraum. Minuspunkte sind die umständliche Blinkerbedienung, die recht mickrigen Anzeigen im Digitalcockpit und das antiquierte Festhalten am Vollgas- oder besser Vollstromprinzip. Und was kostet der Wagen? Das Tesla Model S Plaid gibt es ab 130.490 Euro. Und unser Testwagen mit ein paar Extras kostet 142.820 Euro. Ich finde, das Yoke-Lenkrad, das hätte man sich natürlich sparen können. Nach dem Motto, das Runde muss ins Eckige. Oder eben ins Auto.